So, grüß euch. Heute, wenn wir mal quasi die zwei Biester gegeneinander vergleichen, einmal die 572, einmal die 592. Ja, etwas gefühlt, etwas schwerer, aber nicht viel schwerer. Ja, da oben ist Windwurf, bin gestern schon angefahren, auf Instagram habt ihr das schon gesehen. Und ja, 592, für die brauchst du einen Gehörschutz, unbedingt. Obwohl, was mich wundert, da steht 120 Dezibel und da 119. Oh, die geht lauter, die geht wirklich lauter. Da haben sie sich ja bei den Messungen, wo es immer Schwerter gestern haben wir ein Schwerter X-Force ganz normal, ganz leicht eingeklemmt und das Schwein war schon wieder verbogen. Also ich habe mit den X-Force nicht ganz die Freude, aber sie sind extrem leicht und führig. Und ja, ich weiß nicht, ob das Versa-Cut von Oregon das gleiche ist, mir kommt fast vor, aber derzeit läuft das relativ gut, also die Schnittführung passt sehr gut bei dem Versa-Cut. So, Dings brauchen wir. Boah. Ein Gurt, dann ein Fallfast, oder ein Fallfast, das sage ich, ein DR24. Ja, der eine hat halt einen Klang voller genommen, ich habe das eh schon mal gesagt. Irgendwas. So. Natürlich haben wir jetzt unseren. Wo ist er? Da ist er schon. So, die Kamera kommt wieder auf den Kopf. Und dann gehen wir rauf ins Gerax. Der Akku wird aber aufs Auto aufpassen. Der Papa tut aber Hut strafen. Passt. Ich da zogen. Wir sehen uns dann im Gerax. Servus. Ich habe da beim Windwurf gern zwei Sägen mit. Also mit haben wir noch mehr, aber. Vier oder fünf. Aber weil man oft einklemmt. Ist so, du kannst da nicht jede Spannung voraussehen. Und ist einfach so. So, Werkzeug lassen wir mal da hocken. Jetzt geht es mit der ganzen Rumpelung. Da oben Wurzelteller ist ein stärkerer. Und da wird das so genau passen. Jetzt war ich falsch, nicht gerückt. Was ist denn? Ich bin jetzt selber oben. Yeah.
die Hunde. Jawohl, so, jetzt schauen wir uns das Ending an von der Sucht. Ist man noch den ganzen Tag mit der 72 geschnitten. Und jetzt, ja, Ruhe ist kurz zu stark, das ist so ein Das ist ein 50er mit 1 Kubik. So ungefähr geht die. Hochrasant, extrem spritzig. Super Ansprechverhalten. Handling, naja. Wir sind mal da bei 1 Kubik. Gell. Da ist mit 72 Kubik oder 70 Kubik. Weit lustiger Osten. Oder mit einer 65er Dose. Oder 62er oder mit einer 55er wird schon wieder. Die ist relativ stark sein. Weit lustiger Osten als wir mit der, das ist klar. Gell? Aber es ist vom Handling akzeptabel, sagen wir so. Laubholzgeschichten, sehr interessant. Sicher, sehr interessant. Jo, passt. So, jetzt schalten wir die Kamera ab da und dann sehen wir uns bei den Wurzelsteck. So, was ich vorher jetzt noch beim Handling vergessen habe. Es sind ja 60 cm und nicht 50 und nicht 45, es sind 60 cm beim Osten. Mit einem 45er sind wir da irgendwo, das ist ganz besonders. Das
Problem ist, oder Problem, da schneidet man ziehen, da meistens, dann müssen wir hinterziehen und quasi da nächsten Ast. Oder, was mit der extrem geil ist, sie lässt sich extrem leicht von ziehend auf schiebend sitzen. So, zack. Die lässt sich so leicht vorne hinter dran. Und für alle, die das ein bisschen kennen, die lassen es da vorne ein bisschen rüber gleiten. Und die Ketten ziehst du dann ein bisschen so rüber. Und dann geht der nächste Schnitt. Deswegen sind auch oft so Schnitt drin. Ein bisschen hackelt beim Anrucken. Aber schaut nicht schlecht aus. Käfer ist schon drin. Deswegen müssen wir da unbedingt aufräumen. Jetzt der große. Frische Losung. Jawohl. Auf Instagram sieht man immer Fotos. BHD 25, genau, arbeiten sie mit der Sog. Ist da noch übertrieben, die Sog. Aber noch immer besser als der 25er. So, den hauen wir jetzt um einmal. Muss ich kurz pausieren. Ja, raus. Geht rein mit die Bahn. Da wird immer jetzt nicht mehr laufen, die Gobe. Scheiße! Zerstört! Ja, ist leider so. Ah, wenn wir sie reparieren.
Scheiße. Ja. Da kannst du nichts machen. Da kannst du nichts machen. Da kannst du nichts machen. Fuck. Ja. Griff nicht und Gehäuse nicht. Halb so schlimm. Wenn wir gleich heute bestellen. Da ist noch alles in Ordnung. Jawohl, nichts passiert. Ja, Plastik. Alles auch alles in Ordnung. Auspuff, alles in Ordnung. Ja. Weiß nicht, 200 Euro beim Teufel oder was. Ja, ist ja gern so. Und die Hosen voll aus Gestank. Ja, wenn wir gleich beim Fritz anrufen. Fritz Armin. Griff muss weg. Ach ja. Ja, ist so. Schade eigentlich. Vorführung ist wieder zu Ende. Schade eigentlich. Boah, das ist bist du nahe. So zu riesen hat es mir das auch noch nie. Wenn er sagt. Ja, ist so. Also mit allen hätte ich jetzt gerechnet. Da war das der Griff. Allein du hast da oben gedruckt. Bist du deppert. Ja, ist so. Jetzt sieht man mal rein. Ja, okay. Hilft nichts, muss neu. So, nachdem wir jetzt die 592 selber ausgeschalten haben, sechs wieder, wie gefährlich das ist. Das ist immer der Zug. Ah, wenn es der eigene war, war es mir wurscht gewesen. Oder wurscht, ist mir jetzt auch noch wurscht, weil es lässt sich alles relativ leicht richten. Aber ich hätte den Zug nicht mehr angreifen sollen zum Schluss. Ich hätte der Baum einfach so drauf fallen sollen, so wie es ist. Ist so. Also, Hängerschnitt. Immer auf der Zugseite, nicht auf der Rückseite stehen. Waren ein paar Fehler. Ist so. So. Jetzt. Machen wir einen Probelauf oder Probelauf. Ich weiß eh schon, wie die geht. Jetzt werden wir mit der Links weiter stehen. Not geht rum. Sonst hätte ich die paar noch abgestockt und so mit der großen. Einen hätte ich schon hinten gelassen für die. Aber jetzt gehen wir mit der Gas. Hat schon einige Stunden drauf. Funktioniert sehr zuverlässig.
Ja, ich sehe auch noch eine Testbahn. Gleich mitstellen, die Verletzten. Ja,
Meter. Der länger als Video macht auch nichts. Es kommt alles, glaube ich, ungekürzt oder relativ ungekürzt rein. Unfall kommt natürlich auch rein. Ja, Handling 572. Ganz besonders natürlich. Oder ganz besonders auch nicht. Sind das 50er schwer gemacht, mehr oder weniger. Meins erachten bei Nadelholz aus. Bei Laubholz schaut die Geschichte ganz anders aus. Dicke ist, wenig ist. Lärchen ist auch wurscht. Fichten ist natürlich was anderes. Grobe Fichten. Muss man wieder die und eventuell 50er Schwert dafür tun. So ist das. Das ist ein Scheiß, ne? Einfach dumm. Einfach dumm. Ja, er ist zuerst schon vorgegangen. Ich hätte auf der Seite stehen müssen, auf der drüben, nicht auf der. Ist so. Mit einem Haufen dumme Kommentare kommen, das macht nichts. Das ist beim Arbeiten so. 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 Sog. 572 vom Handling her super, die ist eh gut, es gibt ja nichts. Viel, sie ist ein bisschen besser wie die 592, ist klar, die 592 ist etwas breiter, weil man kann irgendwo die Länge nicht mehr Lenker machen, weil man muss sie halten auch. Und wenn es noch weiter wird, wird es immer depperter. Und eben nachdem es breiter ist, weißt du, das ist halt so. Also in die Lenke kann man gar nicht so viel bauen, der Kolben braucht einen gewissen Durchmesser, um einen gewissen Hubraum zu erreichen. Ist bauartbedingt, ist einfach so. Lüfterrad wird größer und. Auf jeden Fall, Hauptsache beim. Bah, der Lärchenstab. Warum die 572 besser zum Osten ist, beziehungsweise die 562 noch besser, das ist immer die Schwertlänge, die ist da fast ausschlaggebend. Auf 550er die Wurzel zum Baum um. Vor allem mit dem kurzen Schwert, mit 830er die Wurzel so richtig um. 5,62 schnell überhaupt gerne, auch bei so einem Holz, weil es ein richtig Allround-Sog ist. Man kann da von kleineren Holz bis zum großen alles umnähten. Weil mit einem 45er Schwert ein schnelles Baum mit 95, 90 leicht um. Das geht. Das geht wirklich. Muss man halt ein bisschen zuputzen, die Wurzeln live und Herzstuch machen und. Das geht. Könnt's mal glauben. Und ja. Die ist natürlich schon einmal ein paar Zentimeter wieder Lenker. Etwas schwerer natürlich auch, weil es halt mehr Gewicht, mehr Kubik und mehr PS hat. Ist ganz logisch. Deswegen. Aber es ist zum Osten noch super geeignet. Und bei der einen ist halt einfach so, bei der 592, ist einfach die Schwertlenker ausschlaggebend. Okay, ruft schon wieder an. Ich muss jetzt aufhören. Passt.